Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, letztes Mal haben wir aufgehört und jetzt erstmal eine Neuerung. Und zwar, ich habe erstmal offline natürlich ein bisschen gefarmt, wegen diesem letzten, oder sogar eher gesagt, es war nicht der letzte, vorletzten oder vorvorletzten, je nachdem wie viele wir noch haben, diesen, ja, Friedhofstein, nenne ich jetzt mal so, wo man die Seele ja machen muss. Und dafür brauchte man ja 20 reine Blutessenzen. Da habe ich erstmal ein bisschen gefarmt, deswegen hatte ich auch schon ein paar Level-Ups. Aber nicht nur wegen dem Farmen, sondern ich habe das auf jeden Fall geschafft. Habe einen Skillpunkt bekommen. Dann habe ich auch noch nebenbei einmal alles kontrolliert wegen den Masken, ob ich irgendwelche verpasst habe. Und ja, wir haben ordentlich welche verpasst. Ich habe von hier unten angefangen. Mir natürlich ein bisschen Tutorial-Hilfe, weil ich konnte nicht 100% alleine alles finden. Und dann habe ich zack durchgemacht. Mehrere. Und das Lustige war so, zum Beispiel bei den ersten Masken ist immer ein von diesen, ja, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, aber auf jeden Fall die Geister, die mit dir gegen dich kämpfen, diese Seelen. Die musst du besiegen und am Anfang war es nur einer. Je mehr Masken du zerstört hast, ab irgendeiner bestimmten Grenze kamen sogar zwei auf dich rauf, was voll heftig war. Und auch andere Dialoge von denen. Aber nicht so richtig so von wegen ein Dialog, sondern einfach nur andere Sounds von wegen so, wie das, wenn deren Seele schreit oder so. Keine Ahnung, wie es so betiteln soll. Auf jeden Fall das. Das habe ich gemacht und jetzt fehlen mir nur noch zwei Masken. Weil ich habe zusammengezählt, wie viel ich habe per Erfolg. Und die letzten zwei sind irgendwo hier, weil hier gibt es keine mehr. Ich habe genau bis hierhin gegangen, weil hier war die vorletzte. Nee. Die von 16 Masken, die 13. Genau. Und die hatten wir schon. Das heißt, wir haben die nebenbei einfach so random mitbekommen. Und, genau. Jetzt kommt noch was dazu. Und zwar, ich werde noch zwei kleine Clips, nachdem ich es gleich sage, reinschneiden. Denn wo ich einmal hier hin lief, hat Pobus einmal so einen Satz gesagt. Und auch hier hinten. Damit ihr natürlich mitbekommen könnt, werde ich den jetzt einmal, nachdem ich sage jetzt, reinschneiden. Also, kommt genau jetzt. Genau, so, jetzt habt ihr die beiden Clips gesehen, wo er mal kurz gesprochen hat. Nebenbei lief einfach nur das Gameplay, wo ich da das sozusagen erwischt hatte, den Dialog. Und das war es eigentlich auch schon, genau. Wir haben die Masken gemacht, wir haben den Grabstein gemacht, jetzt habe ich sogar das Wort, GG. Und wir haben natürlich dann das hier nochmal gezeigt, damit ihr das bloß nicht verpasst. Und das war es eigentlich auch schon, genau. Wir haben ein paar Level-Ups gemacht, ein bisschen stärker geworden. Und jetzt würde ich sagen, teleporten wir uns mal schön hier hin und dann spielen wir zusammen weiter. Weil uns fehlt gar nicht mal viel, weil ich kann zum Beispiel euch mal zeigen. Warte mal, ich gehe mal kurz in Steam-Raum schaffen. Uns fehlt eigentlich nur noch ein letzter dieser Dämon, den wir besiegen müssen. Uns fehlen noch drei Schreine. Und uns fehlt noch ein, genau, Seele des Soldaten. Also ein Grabstein fehlt uns noch. Ein Gefangener fehlt uns noch, also ein Mensch. Und zwei Runentruhen. Und zwei Masken. Also kurz gesagt, eigentlich, jetzt da wir so viel gelabert haben, müsste alles hier sein. 100%. Jedes dieses Fragezeichen ist ein Erfolg. Könnte man so sagen. Oder mehrere. Minimum zwei. So. Jetzt haben wir gelabert. Jetzt können wir endlich mal zocken. Also rein da. Ist sogar... ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Gefühlt Running Gag. Wahrscheinlich der letzte Part, wenn wir sehr, sehr schnell spielen. Oder der vorletzte. Aber diesmal garantiert. Weil ihr seht ja, da ist nicht mehr viel. Jetzt heißt es gegen Pobos selber kämpfen. Also rein da. Gut. Ich höre schon Schritte. So, jetzt sind wir hier. Warte mal, wo gehen wir lang? Am Rande entlang, würde ich sagen. This must be the swamp. I hate places like this. Ich auch. Fighting in mud like that. Oh. Visibility and on top of that, the stench. Ja, stimme ich dir zu. Das ist zu strong, die Fähigkeit. Ah, noch was ich mitteilen wollte, eigentlich schon vorher. Der Ficker! Und zwar, wo ich nebenbei natürlich auch erkundet habe nach den Masken, habe ich jede Fähigkeit getestet bis jetzt, die ich besitze. Und ich gebe euch immer schnell einen Rundown, damit ihr vielleicht, wenn ihr es mal zockt, wissen solltet, welche gut sind. Also, kurz gesagt, am Ende, nicht am Anfang, nur natürlich das, was am besten ist, aber am Ende, das ist eine der stärksten, wenn nicht für mich sogar die beste Fähigkeit. Und danach folgt ganz, oder nicht knapp, kommt mehr so eine Tierliste von wegen, alles ist möglich, je nach Favorit von einem selber.
Feuer ist richtig nice, damit kannst du Mini-Mobs mit dem extra Damage one-shotten beinahe schon oder sogar one-shotten, je nachdem wie stark du bist. Dann genauso wie dieser Tausender-Schlag, der ist richtig strong, aber kostet halt sehr viel, aber macht sofort High Damage. Wobei muss man gucken, ob es sich jetzt mehr lohnt als vorhin. Der Damage-Boost ist sehr strong, aber halt nur in dem Bereich. Das heißt, wenn man mobiler sein will, ist das ein bisschen besser, aber ansonsten ist das das Strongste wegen Combo-Damage. Und der ist auch nicht schlecht. Langsam machen wir schon 700 Schaden, nicht so wie vorhin 400. Das heißt, das scaled richtig gut mit Zorn oder womit auch immer. Und Heilung ist immer so ein Safe. Der Rest ist nicht so geil. Das hat nur so viel Schaden wie ein Autotech, sogar schlechter. Aber es hat Sparta, ne? Plus, der hier ist der schlechteste. Kickt alle weg, aber du bist selber sehr lange in der Animation. Müll. Das ist eine schlechtere Version von dem hier. Also auch nicht gut. Und die habe ich nicht getestet, weil ich habe ja die Waffen nicht gewechselt. Jetzt benutze ich den hier nur zum Fun, um zu testen, wie gut das wirklich ist. Ansonsten switche ich zurück zu Feuer. Weil ich fand das richtig gut. Feuer war richtig nice. Also finde ich persönlich. Sprich mit den Seelen. Noch nicht. Ich sehe ein paar Figuren. Ist das possible? Ja, anscheinend ist das möglich, aber ich will noch nicht mit der Seele reden, weil wir haben hier noch Fragezeichen, Junge. Also, müssen wir doch vom Rande erstmal weg und wir gehen zu Fuß dahin. Lol, die Steine floaten. Was ist das? Achso. Oh Gott. Ich hab nicht gesehen. Oh, Herr, na. Jetzt verpiss dich, Junge. Nochmal. Sehr schön. Der Damage geht hoch. Unser Autotech ist also genauso stark wie unser Ranged Throw, sozusagen. Was ist das hier? Überprüfen. The voice. I heard it again. It's pressing into my head like a spear's blade. It's hissing into my ears when I close my eyes and when I open them. Today it was a lot stronger than usual. I feel I'm not going to be able to resist it. Brother and sister, forgive me. I need to take a look around. Maybe my vision gift will help me. Ja, okay, wir haben eine Sidequest gefunden. Ich dachte gerade, das ist oder die Stimme von dem Geist, weil er um Hilfe bittet. Chitin-Schild. Lol, Chitin. Mit dem Mod oder sogar normal gibt es ja den bei Skyrim auch. Cool. Oder es war Purvos. Oh Gott. Der ihn sozusagen extra so gemacht hat. Ah, das Coole an dem hier. Wenn ich mit dem kille, kriege ich meine Kost fast wieder. Ihr seht, wie wenig das Unterschied ist. Also wir haben kaum Kost. Komplett broken. Bam, Junge. Oh, Leute, der ist down. Geilo. Nun sehe ich es, ja. Folgen wir den Schritten. Kurz einmal werfen. Danke dir. Die nehme ich kurz mit. Ich dusche schon wieder. Oh, das war nicht gut. Ich habe ihn noch geholt. Oh, oh mein Gott, Junge, Teleport. Weg. Wo führst du uns hin? Wir verlieren die ganze Zeit Leben, wenn wir das benutzen, also mache ich das noch nicht. Wo bist du? Nice one. Da hinten ist noch jemand. Yep, da ist er. Weg. Nein, zu früh. Ha, war schneller. Und das Coole an dem neuen Speer ist, er hat endlich diese coole Animation. Hammergeil. Der lacht da die ganze Zeit. Ich höre die ganze Zeit irgendwas am Lachen. Und zack, 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 zack. Blip. Und down ist er. So, wo könnte der denn sein? Zu viel Sumpf hier schon wieder. Geilo. Gute Range-Kombo. Also für Super Range das ist die beste Kombo. Definitiv. Nur, wo bin ich hier? Wo bin ich gerade nochmal? Tja, dann müssen wir wohl gleich Dings hier usen, wa? Ein Heiltrank. Da habe ich was geschafft anscheinend. Yep, das stimmt.
Aber wo will er mich hinziehen? Warte mal, lass mich mal kurz mal in Geschichte gehen. Sprech mit den Seelen. Sieh dich um. Ah, nach da will er mich ziehen. Wieso nach da? Oder bin ich zu weit weggegangen und deswegen? Öffne es. Oh, da ist ein Schild. Ja, da ist ein Schild. Das ist sogar der... Das ist mein Schild. Alter Junge. Der Hinweis. Oh Mann. So, mit der Seele spreche ich noch nicht. So, wir müssen zurück. Kann ich irgendwie... Leider nicht. Das hasse ich, dass man nicht rüber kann. Also. Die Fußschritte... Ah, jetzt sehe ich sie besser. Aha. Ich sollte sie nehmen. Wo ist noch was? Ah. Weg mit dir. Kannst du dich mal verpissen mit deinem Auto hin? Danke. Too fast. Nummer 1. Und Nummer 2. Nummer 3. Junge, so geil, dieser ständige Switch. Und weg. Noch ein Geist. Verbrennen. Hopefully you can find your peace now. Tobias was talking in his sleep again. I thought that after we moved outside the city he'd get better, but it's getting worse. I'm certain it's all because of that cursed sculpture he found in the ruins near our home. He talks about it all the time. We'll have to destroy it. Aha, erreiche die Ruinen. Yep. Wo ist sie denn? Ganz oben rechts, okay. Ja, das können wir gleich machen. Wir haben hier noch einen Geist. Wir haben zwei Geister hier. Oh Gott! Wichser. Nein! Nein! Danke, einmal hinten bitte. So, jetzt sind die alle weg. Hier ist auch ein Schnellreisepunkt. Sehr gut. So, come on. Jetzt müssen wir noch einen Plan machen. Also, wir haben hier einen Geist, wir haben hier einen Geist. Das sind doch wahrscheinlich die ganzen Geister von der Aufgabe hier, richtig? Warte, die einmal alle wegmachen, damit da kein mehr Zeichen ist. Genau. Sprich mit den Seelen. Ja, wir haben... Oh, wir haben sehr viele Seelen. Okay, holy shit. Dann, damit wir nicht doppelt rumrennen, sollten wir die Seelen mitnehmen, weil... Wo war nochmal das andere? Ich habe zwar gemerkt, aber ich will genau wissen, wo. Genau da, wo die Seele auch ist, neben den Fragezeichen. Okay, beides in einem. Dann nehmen wir das so mit. Genau, das ist genau hier und das ist genau hier. Zack, 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 zack und dann fertig. Nice. Machen wir so. Dann auf geht's. Aber ja, das Werfen ist schon geil, muss ich sagen. Dieser extra Damage auf Range und die Möglichkeit zu haben, so viel Schaden auf Range zu machen. Aber ist so ein bisschen schade halt, weil die Cooldown so hoch ist. Ich hätte gern mehr Spam. Oder so viel Schaden, dass ich den Spam nicht brauche. Und Piercing, das wäre geil. So ein werfender Piercing-Attack. Aber vielleicht gibt es eine Art, um dich zurück zu leben. Wenn ich das so gemacht habe, kannst du auch zurückkommen. The Trojan War has just begun, Commander, and you want to return? There are many victories ahead of us. Ah, sozusagen mit seiner Vergangenheit. Sozusagen ein bisschen zu tun haben, bevor er hingeht. Abschließen oder einfach nur Kontakt damit haben. Okay. Nach ganz links würde ich eigentlich auch gerne gehen. Lohnt sich das lieber nach links jetzt gehen oder nach rechts oder nicht? Wir müssen halt doppelt dann laufen. Ne, das ist halt das Schwul. Ich muss halt so und dann eigentlich so, ja. Dann machen wir halt den Doppelweg. No problem. Hopp, Junge. Und hopp, Junge. Und One-Shot. Bam, Junge. Und bam, Junge. Hier sollte ja sowieso nichts mehr sein, richtig? Yep. Ja, da sollte nichts mehr sein. Genau, hier waren wir ja schon eigentlich, richtig? Genau, wir waren schon an dieser Grenze. Das war nämlich der eine Geist, den wir gefunden haben. So, wo ist der Fettsack hier?
vorne ist irgend... Bomben-Attack. Müssen wir sehr vorsichtig sein. Na, Meister? 1000 Schaden, Junge, sind wir stark geworden. Holy. Geil. Da gehe ich noch nicht hin. Wo ist die Seele, die hier war? Das sind zwei Seelen, okay. Da ist sie. Oh, du Bastard, okay. So willst du spielen? Nicht mit mir. What a nonsense. Menelaus sentenced you to die a long time ago. He was laughing while you were dying in agony. You're right. We'll die in agony if you remain on this leash a minute longer. Our hearts yearn for battle, Connor. Send us to the wolf. Oh Mann. Als wenn er sein altes Ich sieht, sozusagen. Aber natürlich auch noch die Vergangenheit, wo er sich ein bisschen so Reue empfindet, dass er sie nicht gerettet hat. Als Kommandant. Dieses Kackteil ist so laut. So, wo war der hinten? I was looking for you for so long. To finally find you. Dead. Dead. I haven't felt more alive. Lead us, Commander. Later today we'll be feasting in the gardens of Troy. Gardens? You don't understand? You're dead. Dead. Boah, mal gucken, welche Geister er noch. Der muss doch bestimmt irgendwie so einen Kommandanten oder so haben, wie im Film, den er am meisten kannte. Was zur Fick ist hier? Aha, ich sehe schon. Nein, nicht blockieren. Du kleiner. Dieser kleine Bastard hier hat mich blockiert. GG. MVP. Nicht schon wieder. Ja, okay. Müssen wir wohl mehr machen, wa? Hier sind so viele. Oh, der war gut. Der war stuck, wir haben ihm geholfen. Wir können jetzt noch weiter nach rechts gehen, das machen wir auch. Oh, du Wichser. Oh Gott. Also ich glaube mit Feuer, wenn ich schnell spiele, ist das natürlich besser. Muss man einfach sagen, weil da mehr Damage dabei rumkommt. Oh, nice. Sehr gut. Oh. Nice. Okay, gerade interessant hier die Gegend, ey. Da sind die Ficker. Oh, du Kleiner. So willst du spielen? So kannst du es haben. Oh Gott. Ich will den hier, ich will den hier. Ziege die Kultanhänger. Lass mich erstmal mit dem reden hier. I am. I was your commander. It's me, soldier. It's really me. You're just a liar, or an enemy in disguise. Get the hell out of here. Okay, der hat natürlich eine andere Meinung. Jetzt haben wir noch einen letzten. Genau. Aber da wir haben noch ein Schild, habe ich vergessen. Genau, den hier. Verursacht Gift. Oh, wir haben endlich mal ein Schild, der einen Statuseffekt verursacht. Okay, not bad. Fehlt nur noch Verbrennung. Boah, ein Feuerschild wäre geil. Ich hoffe, der ist mythisch, ey. Das wäre zu heftig. Wirfst du und die brennen, ey. Mann, wäre das cool. Irgendein Frosch lacht hier so komisch. Oh, fuck. Geilo. Weg mit den Viechern. Moin, Meister. Nein! Der Baum! MVP! See him, boys! Schon wieder? Oh, ne.
Oh, den haben wir gegeben. Weg mit euch. Und da ist der Grabstein. Oh. Und da ist eine Magie. Da ist noch einer. Reine Lichtessenz. Nein! Oh nee, müssen wir vielleicht noch einen Cut machen? Ich will das in dem Part schaffen. Reine Lichtessenz. Alter, hatte ich nicht 18 Stück oder so? Oh, lecker mir. Oh, dich habe ich. Ich habe ich, mein Freund. Hier ist noch einer. Ha? Aha, okay. Nee, hör, das war eine Maske. Ah, das war die Statue. Lol. Stimmt, die Masken, ja, waren das, ich hab's mir ja gemerkt. Okay, das haben wir jetzt erledigt. Was kommt jetzt? Oder ist sie einfach fertig? Muss ich gleich mal nachgucken. Ich glaube, das stand aber abgeschlossen. Giftige Schlangenklinge. Oh mein Gott, geil. Sag her. Das erste Schwert. 90% Crit. Okay, das ist eine komische Zahl. Haben die es genervt, weil es auf 100 war? 25% Crit-Wahrscheinlichkeit. A aus Ausdauer, B aus Zorn. Stark. Sehr stark Mitnahme. Dadurch hat er natürlich auch einen guten Damage-Mitnahme. Und verursacht Gift. Not bad. Hammer geil. Okay. Ja. Dann haben wir das. Okay. Ah, wir wollten zur Mission. Mission. Genau, das haben wir geschafft. Jetzt hat er seinen Frieden gefunden, steht da. Okay. Das werde ich noch finden, das Licht. Okay, wir gehen mal kurz weiter. Und dann zur Not werde ich auch Bescheid sagen, wann ich den Cut mache. Und dann ganz kurz diese scheiß Lichtessenzen mache. Und dann sehen wir uns dann am letzten Grabstein wieder. Für den Erfolg zusammen. Hier ist der letzte Mann. Reden wir mit dem. Soldier, is that really you? Commander, it's good that I found you. As per your orders, we're going to approach the walls. When we enter the city, the Trojans will get what's coming to them. The Trojans? No. You're dead. You've been dead for a long time. Hör die letzte Seele an. Der Unterschlupf der Angst. What the fuck? Wo ist sie denn? Ja, genau, die ist da hinten, wo ich war. Doppelt gemoppelt. Ups. Und irgendwas lacht hier immer so komisch. Aha. Hier haben wir noch einen Schnellreisepunkt. Das ist der vorletzte. Nee. Doch, der vorletzte. Der letzte muss irgendwo vorne sein. Okay. Machen wir Leveln. Ich habe hier ordentlich schon mal die Präzision gesteigert, deswegen haben wir so viel Schaden schon. So, jetzt machen wir hier nochmal. Jetzt fehlen nur noch 1, 2, 3, 4. 4 Stück, da haben wir jede... Bis auf Vitalität, Sternbild voll. Das ist schon mal nice. Und dann können wir scalen auf den Wert, der der wichtigste ist. Okay, pass auf, dann machen wir das jetzt so. Wir gehen nach da unten, definitiv. Was stampft hier so? Jetzt hat er den angegriffen. Oh, warte, ein Crit. Wichtig. Und richtig. Oh, Helna. Immun werden. Das war gut. Das sind einfach zu viele, ganz ehrlich. Viel zu viele Pflanzen, die gehen so einfach auf die Eier. Und das Problem ist, die respawnen auch noch, ne? Oh, zum Kotzen. Oh, Helna. Oh, der letzte Schrein, meinst du? Ja. Ganz genau. Ja, oh Mann, nein! Zwischen den Achseln, nee, nee. Das ist Aim, Junge. Pixel Aim. Come on, Alter. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine dünne Projectile gesehen, ey. Also programmiert meine ich. So präzise, perfekt sein Pro-Gamer. Sehr gut. Jetzt sind wir schon hier, ne? Richtig.
Warte, wir nehmen den mit, weil das ist ein Schnellreisepunkt. Oder? Ja. Aber das sieht so einladend aus, also mache ich das noch nicht, weil ich habe das Gefühl, da kommt vielleicht ein Dialog oder so. Ich möchte da noch ungern drauf. Oh mein Gott. Aussaugen. Oh, Helena. Also, ja, also, der Wurf ist geil, aber ich glaube, ich brauche mehr Zorn-Scaling, damit das richtig geil wird. Ansonsten ist, finde ich, Damage am besten, wenn du Nahkampf hast, wie Schwert, der halt sich besser bewegen kann und schneller angreifen. Aber ist auch allgemein gut. Am meisten für zwei Hände, weil ich glaube, das boostet prozentual oder einfach Stoff doppelt. Das ist auch nicht schlecht für 1000, aber es kostet so viel für nur 1000, das schaffe ich noch schneller mit den beiden sogar. Aber ich finde doch Brand oder Healing am besten mit Damage. Eines davon, weil du hast Instant... Einfach Feuer des Schaden for free und guckst mal nach. Zack. Instant for free. Es lohnt sich einfach. Kostet nicht viel. Du killst Nahkampf, also du verbrauchst nicht viel und kannst die ganze Macht sogar für das behalten. Also hast du eigentlich nie leer. Was ziemlich broken ist. Alkes Kraft. Ich glaube, das ist der letzte Zweihänder, richtig? War? Ein Schwert normales? Yo. 130 Crit, 15 Wahrscheinlichkeit, Stärke A. Einfach ein Schwert, das mit A scaled. Geil. Also mit Stärke. Deswegen haben wir nur physisch Schaden. Auch nicht schlecht. Einfach nur pure Raw Power. Gefällt mir. Na gut, hier sind noch Skelette, sehe ich sie. Die chillen da. Jawohl. Das ist der zweite Weg, richtig? Richtig. Okay, und runter. Das haben wir jetzt soweit alles gemacht. Oh, falsch. Einmal drumherum noch. Na komm, die paar Wurzeln werde ich schon nicht aufhalten. Oder doch? Es gibt kein Vaulting, also ja. Blume der Entgiftung. Na komm. Ah, hier hinten ist der letzte Commander. Sprechen. Soldier. Oder Soldat. You can stand at ease. What the... I thought we were similar, but I was wrong all along. Even beneath these pieces of metal pulled together, your weaknesses can be seen at a glance. You're weak, Achilles. And someone like you dares to challenge me? Pathetic. The fuck? Yo! Myrmidons, my brothers, I don't want to fight you. I won't. You're just an illusion. You're not here. Boah, ist das gefährlich und gemein. Easy. Da ist der Victor. Nee, das Hades. Patty? Some sacrifices cannot be avoided. I was hoping that former soldier. Er hat das so geplant. Wegen seinem Reich. You don't understand the nature of your at all. Damit er mit Absicht stirbt. You've greeted countless souls in your kingdom. No wonder you don't feel attached to any of them. I knew each of my men. I fought and bled by their side. Did you say the same thing to Hephaestus when you threw Phirtus into your kingdom? My nephew has always been. Sein Neffe. He wouldn't forge the armor you're wearing on his own. I had to properly motivate him. Boah. Spare me the explanations. Why won't you just challenge Phobos to a duel yourself? Phobos would have never raised me, but you attracted his attention. By killing his minions and escaping his traps time and time again, you ridiculed his divinity. Don't let the sacrifice of your men be in vain. Finish what you started, Achilles. Irgendwas stinkt da aber richtig gewaltig. Der Typ macht alles, Hauptsache damit er in die Wiege geleitet wird. Auch von wegen den einen Opfern, nur damit er Hauptsache seine Rüstung bekommt, damit er den Sieg erreichen kann. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Achso, das ist einfach nur so der Geisterschild von davor.
Geh zum Schlachtfeld. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt zusammen zu dem Punkt hier, damit wir einen Schnellreisepunkt haben. Falls wir sehr, sehr weit reisen müssen, haben wir sofort einen guten Schnellreisepunkt. Und dann würde ich sagen, machen wir das so, dass ich erstmal diese reine Lichtessenz nochmal ballern werde. Suchen. Boah, Alter, hier wird's blau. What the fuck? Okay, wir sind nicht mehr in unserem Reich gefühlt. Zack, Erfolg. Schalte alle Schreine voll. Frei. Hammergeil. Okay, das haben wir geschafft. So, Leute, dann ist es ein guter Stopp hier, im Sinne von nicht Part beenden. Wobei doch, machen wir lieber hier einen Stopp, weil wir haben die Länge eigentlich gut voll. Das Einzige, was ich jetzt machen werde off-cam, ist, ich werde ein bisschen farmen und dann werde ich genug Lichtessenz haben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, und zwar vor dem Grabstein, damit wir den zusammen abschließen können. Das ist nämlich der letzte Grabstein. Und dann im nächsten Video, endlich, das Finale. Denn nur noch ein paar Stück und hier hinten muss Phobos sein, weil hier ist das Schlachtfeld. Und hier, ich weiß ganz genau, irgendwo hier am Rand ist noch eine Maske und irgendwo hier in der Mitte ist eine. Das sind auch die letzten Masken. Und dann haben wir es geschafft, Leute. Also, falls es das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.